So, hallo und herzlich willkommen bei Castlevania Lords of Shadow. Beim letzten Mal haben wir Pans Aufgabe gelöst. Wir haben gesehen, dass Marie furchtbare Qualen gelitten hat. Und jetzt gehen wir mal hier lang. Der hat uns nämlich hier in diesen Gang geführt, der ganz schön eisig aussieht. Oh mein Gott, und die Kamera vereist auch. Das ist ja mal richtig geil. Ui, Schneespuren. Supi. Oha, See des Vergessens heißt es hier übrigens. Und, oh. Wieder ein Ordensritter. Cool. Lebensstein. Was ziemlich cool ist. Schade. Können wir nicht kaputt machen. Egal. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. In diesem Stück verlassenen Land. Oh mein Gott, die Kamera. Okay. Oh. Wow. Was zur Hölle ist das denn, ey? Okay, da kommt er raus. Alles klar. Er hat uns voll verarscht. Wow. Der ist verdammt groß. Sieht aber gar nicht so böse aus, finde ich. Seine Brust sieht viel gefährlicher aus. Okay. Toller Gegner. Juhu, ich habe einen Eintrag im Bestiarium gekriegt. Sehr gut. Wow. Oh, kannst du voll knicken. Kriegst mich nicht. Oh, Alter. Nicht. Immer. Was soll ich gegen dich tun, ey? Der hat mich voll getroffen. Oha. Okay, wir können uns langhangeln und mit R2 festhalten. Sehr gut. Oh, okay. Oh. Wow, ich halte mich fest. Ich hoffe, ich habe unendlich Stamina. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ich kletter mal. Oh, festhalten. Ich weiß, dass man sich festhalten kann. Ich glaube, ich kletter nach links. Ist besser. Ist besser. Da hoch. Oh Gott. Oh Gott. Halte dich fest. Alter. Das erinnert doch echt an Shadow of the Colossus, wer es mal gesehen hat oder so. Aber das ist echt immer Nervenkitzel, ey. Ich sag's euch. Ich weiß, dass ich mich festhalten muss. Kein Problem. In dem Spiel gibt's übrigens öfter solche Einlagen. Oh, cool. Ich halte mich aber erstmal fest. Da haben wir doch eine Schwachstelle von ihm gefunden. Sehr gut. Komm schon. Ich finde, er verliert voll viel Energie dadurch, oder? Nicht so wirklich, ne? Oh yeah, komm schon. Ja, Mann. Oh Gott. Wie? Wow. Oh Gott. Was soll denn die Kacke? Nein. Ich lass mich hier raus, bitte. Danke. Du Arsch.
Was sollte ich denn da machen, ey? Soll ich einfach weglaufen? Ah, komm schon. Komm schon. Oh mein Gott. Okay. Alles klar. Was zum Teufel, ey. Ich bin gleich an seiner zweiten Schwachstelle. Okay. Oh. Der wackelt immer öfter. Oh Gott. Bleib mal ruhig, ey. Okay, das kann ein bisschen dauern hier an der Stelle. Wow. Nein! Er hat mich runtergeholt, ey. Ah, shit. Hier darf man sich auch nicht so oft treffen lassen. Dummerweise. Und jetzt nochmal. Okay. Alles klar. Wo muss ich denn hin, wenn er mich wegschlagen möchte? Keine Ahnung, ey. Kann ich... Okay, das geht auch. Cool. Was muss ich denn machen? Wenn er mich packen will, dann muss ich ihn halt so wegzimmern, ey. Halt dich bloß fest. Ja, das sagt er mir echt früh, ey. Oh ja, Speicherpunkt. Sehr gut. Wow. Nein. Ich bin gleich hinüber. Hilfe. Boah, Glück gehabt. Komm her. Super wenig Leben, ey. Ich sag's euch. Okay, ich weiß... Oh, oh fuck. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Ja, vom letzten Checkpoint starten. Oh. Okay, er hat nicht mehr so viel Leben, aber ich muss wieder von hier hinten anfangen. Wow, das war knapp. Fucking knapp. Unser erster Bossfight verläuft holprig. Ich hab's mir nicht so krass vorgestellt. Oh, wir beginnen sogar nur mit der Hälfte unserer Energie. Das ist ganz toll. Na komm. Timing ist alles. Oh, fuck. Oh fuck. Ah, willst du abhauen oder was? Wow, er will auf keinen Fall abhauen. Ja, ja. Wow, ja, ja, alles klar. Boah, das war knapp. Okay. Es macht Sinn, erst auszuweichen, wenn er es uns sagt. Ja, ja, da war ich schon. Oh yeah. Oh yeah. Oh Gott. Oh, oh. Nicht runterfallen hier, ey. Komm schon. Ich wette, er greift gleich über seine scheiß Schulter, ey. Ja, da ist er. Kannst du knicken? Komm schon. Gabriel! Was ist gleich? Oh! Wie knapp war das denn bitte? Oh ja. Das ist so gut. Oh ja. Yeah. Ich fall jetzt bestimmt nicht mehr runter, Mann. Ich mach dich jetzt fertig. Ich schwör's dir. Oh oh. Ob er da oben auch hingreifen kann? Ich weiß es nicht. Oh fuck. Wo muss ich jetzt lang? Hier vielleicht? Oh oh. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so geil, ey. Das ist so geil. Oh nein! Oh! Oh Gott! Stoß mich nicht runter! Oh! Schnell weg hier! Okay, weitermachen! Wow! Weg! Ah. Zum Glück ist der richtig lahm, ey. Nein, was ist denn jetzt los? Voll am Ruckeln hier alles. Oh Gott. Oh. Scheiße. Oh.
Jetzt bloß nicht hier verkacken, Mann. Was? Hat das jetzt dazugehört? Wie gesagt, es ist schon ewig her, dass ich das Spiel beim letzten Mal gespielt habe. Oh, wie geil. Ja, da hängt jemand dran. Give me your dagger, quickly. Holy shit. Der Typ ist voll der Angeber, ey. Puh, das war's. Oh, was ist das denn? Marie! Forgive me. I was not there to save you. There is nothing to forgive, my love. I am so happy to look upon your face again. And I yours. My love, the elders of the Order hope that you can help us to understand what is happening. The world has been isolated from the heavens. Some believe that God has abandoned us. Can it be true? I feel that... that the spirits are trying to talk to me. They whisper things to me. It is hard to understand them all. It is so dark. So many people crying. I cannot find them in the blackness. I'm scared. There is something else. A shadow is on my mind. You must help us, Gabriel. What are they telling you? Who are they? They are the spirits who founded your order. And that the power of the Lords of Shadow is the key. They talk of a prophecy. I don't understand what they mean. I can feel myself fading. I can hardly see you. Darkness is closing around me. Marie. I love you, Gabriel. Don't go, Marie. I love you too. Why are you here? Who sent you? I am Zobek, a warrior of your brotherhood. Pan and I are old acquaintances. He felt you would be in need of my assistance. I have heard of you. I am sorry. My name is Belmont. I know who you are. Is that the spirit of someone you know? Yes. It was my wife. Forgive me. I couldn't help but overhear what she told you. It sounds like the spirits who founded our order are trying to tell us something very important through her. What do you mean? Only that the founders of the order seem to be using the dead to communicate with us. The prophecy has been secret for many centuries. It is known only to a select few. There is no way she could have known of it unless they managed to tell her somehow. Praise be to God. What prophecy? It is written that a pure-hearted warrior will claim the power of the Lords of Shadow as his own and use it in order to overcome all evil. It is said this warrior will become God's vassal on Earth, supremely powerful. He could do anything.
The founding spirits have not abandoned us, Gabriel. Thanks to your Marie, we now know there is some hope. We have to enter the lands of the Dark Lords, you and I. We must reclaim the powers they hold and unite the heavens with this world once more. And don't you see, Gabriel? You can bring her back. If what you say is true, then we need to work quickly and in secret. The Lords of Shadow must not suspect we're on their trail, or they will turn all of their attention towards us. We should take different routes, you and I. I will head for the land of the Lycans. You leave for the territory of the vampires and prepare the way. Then we must go on to the Lord of the Necromancers together. His realm lies furthest. Our enemy must suspect nothing. Take this. It will allow you to absorb spiritual energy and will help cure your wounds. Good luck, my friend. May we be granted victory. Thank you, brother. You have given me renewed hope. Wir haben also ein neues Ziel, die Fürsten der Dunkelheit bezwingen. Okay, hört sich doch machbar und spannend an. Oh yeah, wir haben einen Magiestein gefunden, einen Eistitan getötet und ein Relikt gefunden, Lichtsteinmedaillon. Und was wir mit dem Lichtsteinmedaillon machen können und was uns im Land der Lykaner erwartet, das seht ihr in der nächsten Folge. Seid gespannt, bis dahin, ciao.